Moinsen, Videospielcode hier. Willkommen zu Payday 2. Diesmal ein etwas kleinerer Part als gewöhnlich, weil ich habe gar nicht mehr so viele mehrtägige Aufträge, die wir noch nicht hatten. Und deswegen, ich möchte jetzt erstmal die durchbringen, die ich wirklich noch nicht gezeigt habe, weil das ein bisschen mehr Abwechslung bietet. So, dieser Auftrag nennt sich Diamantengeschäft. Und ja, wie man wohl unschwer daraus schließen kann, handelt es sich um Diamanten, die man stehlen muss. Logisch, ne? Also kaufen wollen wir die ja nicht. Und diesmal, diesmal liege ich richtig, diesmal bin ich mit meiner VSC-Truppe unterwegs. Also diesmal sind wir wirklich alle komplett. Und ja, diese beiden Zivilisten da hinten, die gehen da immer lang. Deswegen muss man da immer erstmal abwarten, bis sie vorbei sind, weil sonst läuft einer vors Schaufenster und dann ja. Also, die muss man durchlassen, da war gerade ein Guard, aber es ist auch egal. So, dann ist die Standardtaktik halt, dass ich hier draußen so die Lage checke und dann hier die Kontrolle übernehme. Ich laufe hier gerade ein bisschen hinten rein, so, zack. So, jetzt hier, der kommt auch oft um die Ecke. So, jetzt schnell gefangen nehmen die Leute. Dieser Auftrag ist. Oh, ha. Glück gehabt. Der Guard kommt normalerweise nicht. Also. Das heißt normalerweise, es ändert sich ja immer, aber im Durchschnitt ist der nicht da. Auf jeden Fall, ja, ist das einer der Aufträge, die wirklich relativ leicht sind, auf Stealth zu schaffen. Und wenn man das hier Stealth schafft, dann hat man ja für den nächsten Auftrag einen XP-Bonus von 10 bis 30%. Und ja, hier überprüfe ich gerade mit der Kamera oder beziehungsweise mit den Sicherheitskameras, was drin so vor sich geht. Da ist gerade die Managerin über ihren Tisch gelaufen. Jetzt hat sie sich da hingesetzt. Also Ziel ist es im Endeffekt, natürlich neben den 10 Schmucksenken zu klauen und alles, aber unser erstes Ziel ist halt erstmal in diesen Kontrollraum kommen. Da, hier ist meistens eine Wache, die kann man einfach so abknallen, das geht schon mit Schalldämpfer. Dann halt die Zivilisten, die wir draußen gerade gefangen genommen haben, gefangen nehmen. Und der nächste Schritt ist halt da oben hinzukommen zur Managerin, weil die hat meistens so eine Keykarte, mit der wir halt den Alarm von den ganzen Vitrinen ausschalten können. Und nebenbei müssen wir halt noch diese ganzen Sicherheitsbeamten töten. Zwei seht ihr da unten links markiert. Und einer wurde oben schon wieder abgeknallt. Und einen hatten wir draußen. Also ich glaube, es sind insgesamt auch nur 4 Stück, weshalb wir jetzt eigentlich alle haben. Und von daher, also alle bis auf die beiden da unten. Aber das geht schon in Ordnung. Die kommen meistens auch hoch und dann kann man sie da schön abfangen. So wie ich da oben jetzt sehe, haben meine beiden Kollegen auch jetzt die Managerin gefangen genommen oder getötet. Nee, gefangen genommen. Sie lebt noch. Okay. So viel dazu. Ja, Guards kann man schlechter gefangen nehmen. Und deswegen, ja. Also sie kann man aber relativ gut gefangen nehmen. Ihre die Keycard klauen. Man muss nur gucken, wo das Terminal dafür ist für die Keycard. Das ist entweder irgendwo hier im Verkaufsraum oder im Sicherheitsraum, wo ich hier rumstehe. Auf jeden Fall komme ich jetzt nach, weil jetzt wollen wir den Verkaufsraum stürmen. Und die oberste Priorität bei sowas ist erstmal natürlich unerkannt bleiben. Also beim Reingehen, ne? Also bis hierhin kommen, unerkannt so. Und dann auf jeden Fall erstmal die beiden Wachen ausschalten, weil die würden sonst anfangen zu schießen, es würden alle Zivilisten auf der Straße hören. Und das wäre äußerst schlecht. So, und hier habe ich gerade den ersten niedergestochen. Den anderen haben meine Kollegen, glaube ich, erwischt. Problem ist jetzt, die haben, Problem ist, dass die im Nachbarladen jetzt was mitbekommen haben. Da muss Repcon sich drum kümmern. Das ist der Ferrari-Laden in diesem Spiel. Der ist hier immer nebenan. Und da sind natürlich auch ein paar Zivilisten, die dann rumtelefonieren. Aber wie es aussieht, haben wir die Straße geklärt. Also, ich habe dieses Video auch leider nicht mehr gesehen, deswegen kommentiere ich das gerade so. Auf jeden Fall, ja, scheint alles relativ gut gelaufen zu sein. Jetzt können wir schon die ersten Geldsäcke abtransportieren. Jetzt muss man immer nur ein bisschen aufpassen, dass hier wirklich alle Leute liegen bleiben. Manchmal zücken sie da doch noch das Handy, da muss man sie abknallen. Da kann man dann aber auch nichts mehr dran ändern, ne? Wenn sie so blöd sind, dann müssen sie mit den Konsequenzen leben. So. Aber auf jeden Fall vom Ding her ein relativ einfacher und schneller Auftrag. Also der ist halt auch nur eintägig. Und ja. Und wenn man die Polizei nicht anlockt, dann gibt es auch keine Verfolgungsjagd auf der Brücke oder Garagenflucht oder irgend sowas. Ist man eigentlich ziemlich auf der guten Seite. Über die Straße abtransportieren ist eigentlich auch ganz leicht, weil es gibt wenig Zivilisten draußen. Die sehen das auch meistens nicht. Und wenn, dann kann man die auch noch gefangen nehmen oder einfach abknallen. Wir haben es sogar schon mal geschafft,
als sich ein Schuss gelöst hat von der Wache, und das haben alle Bots gehört, auch die da hinten hinterm Haus, da wo ich vorhin lang geschlichen bin über die Treppe, da haben wir es geschafft, wirklich jeden einzelnen Zivilisten auf dieser Map abzuknallen oder gefangen zu nehmen, wodurch dann verhindert wurde, dass der Alarm losging, also dass die Polizei gerufen wurde. Ziemlich genial, aber eigentlich nur ausgelöst durch Fehler unsererseits. An sich ist das hier wirklich easy, wie ihr seht. Also mit einem gut eingespielten Team kann man das hier ganz schnell reißen. Und ja. Viel mehr passiert jetzt hier auch nicht. Also ich leere jetzt noch ein bisschen Kassen. Das ist immer mein Job. So ein bisschen Bargeld. Ich meine, an sich braucht man das Bargeld in diesem Spiel wirklich nicht so sehr, aber. Naja, man nimmt es, wenn es da ist, ne? Auf jeden Fall, das geht jetzt noch hier so ein bisschen weiter. Wir packen jetzt alles zusammen. Flüchten dann wahrscheinlich gleich. Deswegen möchte ich jetzt ein bisschen auf meine Abifahrt zu sprechen kommen. Die ist jetzt ja vorbei. Ne? Wenn ihr dieses Video seht, dann ist sie vorbei. Seit gestern, wann neue Videos kommen, weiß ich nicht. Wahrscheinlich irgendwann Mitte, Ende der Woche oder vielleicht auch später, je nachdem, ob ich tot bin oder 5 Tage auskatern muss oder sowas. Ne? Man weiß ja nie. Auf jeden Fall, ja, kommen da neue Videos, mein E3-Special, und ich habe da noch ein paar andere neue Formate so im Hinterkopf, und vielleicht erarbeite ich ja auch im Suff auf der Abifahrt noch neue, die ich dann auf meinem Kanal senden kann. Also seid da mal gespannt, und ich habe jetzt halt bei Payday nicht mehr so viele dreitägige oder zweitägige Aufträge, dafür aber wunderbare eintägige Aufträge. Da gibt es wirklich noch ganz viel, und dieses Spiel bietet ganz viel Abwechslung. Von daher werdet ihr noch weiterhin mit Payday-Videos versorgt. Ich hatte ja angekündigt, irgendwie bis Juli, August wird das auf jeden Fall noch reichen. Wenn nicht darüber hinaus, wenn ich nicht schon wieder was erspiele zwischendurch. Es gibt ja auch dann natürlich Videos, wo das nicht so klappt wie hier. Und dann sind das natürlich auch ganz interessante Gameplay-Videos, wenn es dann quasi um Leben und Tod geht, wenn die Polizei hier angestürmt kommt, weil das ist auf dieser Map wirklich gefährlich. Die große Glasfront, da können natürlich überall die Polizisten durch und auch durchschießen. Dann können die von hinter dem Gebäude über die Treppe kommen und dann oben quasi die ganze Etage stürmen. Also das ist nicht so ohne, und weil wir das meistens auf Overkill bis Todeslust spielen, weil dann einfach das Geld und die Erfahrung besser ist. Und wir auch noch natürlich mit Anzügen schlecht gerüstet sind und mit Stealth, also mit Schalldämpferwaffen, bekommen wir dann ziemlich schnell Probleme auf diesem Niveau. Und ich glaube, wir haben es bisher erst einmal geschafft, dann nochmal zu flüchten. Mit ganz viel Glück. Aber solche Videos gibt es dann natürlich auch. Und vielleicht erspiele ich ja mal eins demnächst und kann das dann hochladen. So, quasi als Videoantwort auf dieses Video. Auf jeden Fall, ja, das war's jetzt hier mit dem Auftrag. Wir haben jetzt Rapcon gerufen, der soll jetzt noch flüchten. Und ja. Wie ihr seht, ist die Straße meistens recht frei vom Ding her. Also, ich sag mal, wenn man den Laden wirklich unter Kontrolle hat, dann ist eigentlich schon das Schwerste geschafft. So. Auf jeden Fall, ich verabschiede mich an dieser Stelle, sagt Ciao und Tschüss. Und dass ich die Sentry da aufgestellt habe, war eigentlich nur aus Spaß. Hatte jetzt wirklich keinen Sinn. Also, wenn ihr mal dieses Spiel spielt, dann macht's nicht. Also. Schon Tschüss und 30% nicht schlecht.